Jetzt sind es wirklich zwei. Sie wollen immer ins Hauptquartier. Na, dann wollen wir mal, Männer. Das Ressort ruft. Es wird eine schwierige Mission. Ja, Sir. Haben wir die Schlüssel mit? Natürlich haben wir die Schlüssel mit. Welche Mission, Sir? Die Mission nennt sich Lendlease. Hat uns diese Ratte Skier gegeben. Ist da nicht unser Vorgesetzter, Sir? Dahin. Da ist er so. Der schießt nie wieder auf uns. Zur Sicherheit noch einen hinterher. Die habe ich nur den Zaun geworfen, Männer. Ja, Sir. Was war das? Ob er tot ist, Männer? Ich weiß es nicht, Sir. Er zuckt nicht mehr. Das muss nichts heißen, Kowalski. Das muss nichts heißen. Seid bereit, Männer, zu sterben. Ah nein, da liegt er. Den hast du zerrissen, Sir. Ja. So, seine Pistole gehört uns. Schwuppdiwupp. Oh, mit der Granate zerrissen. Tatsache, Kowalski. Aber hast du nicht gesagt, er schießt nicht mehr auf uns, Sir? Er hat noch auf uns geschossen. Ja, beruhige dich, kleiner Mann. Beruhige dich. Er hat es jedenfalls versucht. Oh, der Zucker muss mit. So, das Objekt unserer Begierde. Vorher machen wir noch mal einen kleinen Abstecher hier. Was auch immer das ist, Rastplatz oder? Keine Ahnung, was das hier sein soll, so. Ach, wahrscheinlich so ein kleiner Park für die Gäste im Ressort. Die konnten sich hier erholen. Leer. Verdammte Scheiße, riskiert man seinen Bürzel für nichts und wieder nichts. Das ist eine Frechheit, Sir. Da vorne die Hausmeisterputze. Das wird unser Hauptquartier, Männer. Ei, Sir. Eine gute Basis, ein guter Grundstock. Für die Planung weiterer Aktionen. Du sprichst mit meinen Worten, Kowalski. Schon wieder nichts drin, Alter. Na, wenigstens mal was. Oh! Sogar was Schönes. Was tun wir raus? Die Ibus? Da rennt einer so. Ja, ich hör's.
Ibo sind mir doch wichtiger. Sind das zwei? Nein. Ich dachte erst, das sind zwei so. Nein, ist nur einer. Habe ich doch messerscharf gehört. Welch Frechheit. Er ist im Haus. Hä? Ich habe gedacht, er ist vor unserem Hauptquartier so. Habe ich auch gedacht. Aber der Fußweg hier draußen ist nicht aus Holz. Ich verstehe das Soundsystem hier nicht so. Da kommt er. Oh, es sind zwei so. Jetzt sind es wirklich zwei. Sie wollen immer ins Hauptquartier. Nachladen so. Ja, Kowalski. Scheiß die Wand an. Junge, 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 Junge. Wir bluten so. Ich hab's gesehen. So, das war phänomenal. Man tut, was man kann, kleiner Mann. Man tut, was man kann. Ehrlich gesagt, habe ich uns schon im siebten Himmel gesehen. Die Harfe zupfen mit den Engeln. Ehrlich gesagt, ich auch. Ehrlich so? Ja, klar. Aber jetzt werden wir sie schröpfen vom Feinsten. Freue ich mich schon drauf, Männer, auf den Loot. Den haben wir uns schwer verdient. Hier ist unser Magazin. Schon arg vermisst. Das wird jetzt eine lange Aktion, Männer. Wir können seinen Trizip nehmen, so. Ich würde gern alles nehmen von ihm. Die Munition ist nicht die schlechteste. Bin schon wieder beim Looten, bin ich immer so aufgeregt, Männer. Wir auch, Sir. Wir auch. Mann. So viele schöne Sachen, Männer. Die Zeit sitzt unter dem Nacken, Männer. Das dauert alles. So, ich weiß. So, die schmeißen wir ja hin.
nicht so gut. Wir können nur hoffen, dass Rock Passage offen ist. Sonst haben wir die Bürzelkarte gezogen. Habt mal etwas mehr Gottvertrauen, Männer. Wird schon offen sein. Na dann, auf geht's, Männer. Raus hier. Wir wollten zwar noch ins Ressort, aber der Zug ist abgefahren. Okay, die Knarre ist noch voll. Müssen wir eben nochmal rein. Aber es ist gerade so schön ruhig so. Ja, Private, hast du mal auf die Uhr geguckt? Wenn jetzt Rock Passage nicht offen ist, sind wir schon richtig im Arsch. Im Bürzel, meine ich. Dann wird's, glaube ich, sowieso eng mit uns. Der ganze Loot ist für die Katz. Wir sind auch noch zu schwer, wir können nicht mehr rennen. Also, entweder Rock Passage oder Tod. Ich bin für Rock Passage, so. Ich auch. Und wir haben Glück, Männer. Was ist da los? Der Ping ist scheiße. Aber wir sind gleich draußen. Also kann uns das egal sein. So, raus geht's. Geschafft, Männer. Geschafft. Oh. Hallo? Chef, was passiert hier? Kann ich dir nicht sagen, Kowalski. Gar nichts, sozusagen. Es passiert gar nichts. Es reagiert überhaupt kein Knopf.